Wie sicher und unbedenklich sind denn Ihre Getränke für meine Familie? Zum Ersten geben wir das Versprechen von besonderer Reinheit. Das Mineralwasser entstammt aus Quellen bis zu 250 Meter Tiefe, sind dort von allen Oberflächenwässern abgetrennt, werden dort am Quellort, wenn sie entnommen, werden dort dann abgefüllt und nicht verändert. Und das andere Qualitätsversprechen an dieser Stelle ist von besonderem Geschmack. Da spielt natürlich sehr stark unsere Geologie, die besondere Geologie der Vulkaneifel hinein. Dort an dieser Stelle haben sie kalziumreiche Vorkommen, die dort in der Tiefe auf Kohlensäure vulkanischen Ursprungs stoßen. Und von oben kommt das über viele, viele Jahre versickerte Grundwasser, kommt dort in diese tiefen Grundwasser- oder Wasserleiter hinein und löst aus mit Hilfe der Kohlensäure die vielen, vielen Mineralien, die im Gerolsteiner Wasser enthalten sind, heraus. Unsere Aufgabe ist es an dieser Stelle wirklich, diesen Schatz, der uns zur Verfügung gestellt wird, dort sicher in die Flasche hineinzubringen. Und das wird von unserer Seite sehr, sehr eng überwacht, geprüft. Ja, entsprechen diese Flaschen unserer Qualität. Und somit versuchen wir, die Gefahren für die Verbraucher dort abzustellen. Wenn wir als Familie unterwegs sind, dann nehmen wir eigentlich immer eine Flasche Mineralwasser mit. Und da kommt es halt auch mal vor, dass sie zum Beispiel im Auto längere Zeit liegen bleibt und dann vielleicht durch das Wetter, durch die Hitze von außen auch aufgewärmt wird. Und ich würde gerne wissen, ob das gesundheitlich bedenklich ist. Ja, zum Ersten empfehlen wir natürlich, unsere Flaschen kühl und trocken zu lagern, dass sie dort einfach im Auto, das schmeckt dann irgendwann labbrig, weil dort dann auch die Kohlensäure verloren geht. Das, was man so ein bisschen früher von den ersten Gehversuchen bei den PET-Flaschen kennt, das war ja immer so ein bisschen Kunststoffgeschmack. Aber inzwischen hat sich das so weiterentwickelt, dass diese Geschmäcker kaum noch aufkommen. Ja? Und wir haben an dieser Stelle, wählen wir natürlich auch sehr qualitativ hochwertige PET-Materialien aus. PET-Materialien sind zum Beispiel auch in der Medizinbranche. Also das Ganze ist unbedenklich. Ich habe gehört, dass Leitungswasser noch strengeren Auflagen unterliegt als Mineralwasser. Ist es da nicht sicherer für mich als Verbraucher, dann Leitungswasser zu trinken? Wir geben ja auch ein Qualitätsversprechen. Und dieses Qualitätsversprechen bleibt auch noch erhalten, wenn Sie die Flasche hier bei sich zu Hause öffnen. Das ist beim Leitungswasser nicht. Das heißt, der kommunale Wasserversorger gibt dieses Qualitätsversprechen bis zur Abgabe. Und die Risiken, wo sind die Risiken an dieser Stelle bei Leitungswasser? Die liegen im Bereich von alten Leitungssystemen. Sehen Sie das Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo über Wochen lang kein Trinkwasser verfügbar war, einfach weil dort bestimmte Einträge von Mikroorganismen stattgefunden haben. Also Sie haben keine Garantie bis zu der Entnahmestelle. Ja, und das ist der große Unterschied. Und bei uns, Sie haben ein frisches Siegel. Und wenn Sie das öffnen, ist das Produkt genauso, wie es an der Quelle abgefüllt worden. Und Sie können es genießen, genauso frisch, wie wir es abgefüllt haben. Sie haben natürlich auch Apfelschorle in Ihrem Sortiment, wie auch andere Erfrischungsgetränke. Und ich würde gerne wissen, wie hoch ist denn da zum Beispiel der Zuckergehalt? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Apfelschorle wahrscheinlich ordentlich süß ist und vielleicht auch nicht ganz so gesund dadurch, wie wenn ich mir das selber mischen würde. Zum täglichen Konsum von Wasser wollen Sie einfach Geschmack haben. Und das bieten wir natürlich auch mit Erfrischungsgetränken. Diese Erfrischungsgetränke enthalten zwischen 1 und 10% Zuckergehalt. Also sprechen wir dann zum Beispiel über die Orangenlimonade oder die Zitronenlimonade, sind das in etwa 40 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Wenn man sich ausgewogen ernährt und der Hauptkonsum im Wasserbereich liegt und ausreichende Aktivität, spricht eigentlich nichts gegen einen Konsum oder eine Abwechslung von Süßgetränken. Ja, das muss ja auch schmecken.